Wir befinden uns im Hafen von Yokohama, südlich von Tokio. Hinter uns die Diamond Princess, das Kreuzfahrtschiff, auf dem 3700 Menschen nun mindestens 14 Tage ausharren müssen, um sicherzustellen, dass sie sich nicht mit dem Coronavirus angesteckt haben. Dabei wurde jetzt gerade bekannt, dass sich 41 weitere Menschen mit dem Virus angesteckt haben, die zu den 20 kommen, die sich bereits in Krankenhäusern befinden. Ab und zu treten Passagiere auf ihre Balkone, winken, schnappen ein bisschen frische Luft. Eine Frau hängte gerade eine Japan-Flagge über dem Bug, auf der stand Medikamentenknappheit. Es scheint also so zu sein, dass sich die Lage zuspitzt. Um auf das Schiff zu gelangen, muss man durch einen Quarantänegang. Ab und zu treten Ärzte dort hinein in kompletter Schutzkleidung. Es sind auch Soldaten vor Ort, die offenbar helfen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir bleiben hier und schauen, wie sich die Lage entwickelt.